Sabine Lufen und Daniel Boschmann. Guten Morgen. Guten Morgen. Ehrlicher Moment, wir sind ein bisschen auf letzte Rille hier reingeflogen. Wir sind froh, dass wir alle Klamotten anhaben. Weil wir so viel gequatscht haben heute Morgen. Es gibt doch manchmal so diese Momente, wo man einfach viel Redebedarf hat. Das war heute so nichts Wichtiges, einfach nur rumgequatscht. Und dann guckst du auf die Uhr, zu spät. Das stimmt. Eigentlich die besten Gespräche finden im Büro ja, oder auf der Arbeit immer in der Küche statt, ne? Ja, Küche oder Raucherbalkon oder Ecke. Jedes Unternehmen hat das. Wo hast du in deinem Berufsleben, lieber Lukas Haunerland, am Klavier? Guten Morgen. Ihr bis heute nicht erschließt. Vor 2 Tagen verschwinden die beiden für 10 Minuten und kommen beide wissentlich grinsend zurück. Und ich weiß nicht, was in diesen 10 Minuten passiert ist. Muss ich so sagen. Wir haben uns nicht entkleidet, es ist nichts passiert. Es war unter Kollegen einfach eine informative Veranstaltung. Eine informative Veranstaltung auf einer Toilette. Man hat so gewisse, also darf ich das sagen? Weiß ich nicht. Ach, Marlene. Ich hab's ein bisschen verlernt. Wir nutzen diesen schönen Moment für ein Dankeschön. Ja. Diese Woche war eine besondere Woche. Sie hat unfassbar viel Spaß gemacht. Und Lukas und ich haben gestern zusammengesessen und haben gesagt, wie können wir dir eine Freude machen? What? Und ihr macht mir jeden Tag Wir möchten dir dieses kleine Präsent jetzt überreichen. Das ist nur für dich. What? Und darf niemand anders anfassen in diesem Schuh. Ist nur für dich. Und wir würden uns freuen, wenn du es jetzt auspackst und verstehst, warum wir es dir geschenkt haben. What? Das ist aber schön. Ist nur für dich. Dankeschön. Wir haben zusammengelegt. Wo schon die TZ war es, glaube ich, ne? Am Anfang der Woche, sie feiert ihr Comeback. Es war ein ganz junger Redakteur, der hatte von mir noch nicht gehört und dachte, es freuen sich alle, weil sie endlich wieder da ist. Ich war 3 Wochen im Urlaub. Mal kurz arbeiten und 3 Wochen im Urlaub. Das ist was. Oh, das ist was Tolles. Damit können mir Männer Freude bereiten. Sie würden nie erraten, was das für ein Produkt ist. Wir haben die Marke abgeklebt. Man würde es einfach nicht erkennen. Ja. Würze halt. Man muss dazu sagen, dass Marlene sehr gut kochen kann. Ja. Aber vorgestern halb pöbelnd, halb verzweifelt durch unsere Küche eilte und sagte: Warum haben wir denn nichts, das wie. Würze klingt. Würze heißt es, glaube ich. Es ist Würze. Es ist Würze. Es ist mein kleiner dunkler Schatten im Zuge meiner Kochkünste. Wolltest du gerade aufmachen, ob es so wie immer riecht? Oder? Ich wollte einen kleinen Schluck nehmen. Ich wollte präsentieren, dass ich als kleines Kind in der Küche auf der Waschmaschine saß. Bei uns war die Waschmaschine in der Küche. Berliner Wohnung, 3 Zimmer. Und dann saß ich auf der Waschmaschine und habe oben ins Regal gegriffen, mein Schlückchen genommen von dieser Würze. Sehr schön. Na dann. Warum stellst du denn 2 Gläser dahin? Weil ich glaube, man muss 1 zum Abgießen, weil genau das habe ich vermutet. Es geht gar nicht so einfach. Wir bereiten da das kurz mit vor. Messer während Sie das Wetter schauen, Dankeschön. Bereiten wir uns auf einen kleinen Stamper Gewürze vor. So, man muss, hier ist eine Sollbruchstelle bei dieser sehr üppigen, großen Flasche. Wow. Würze. Okay. Das macht sie nicht zum ersten Mal. Aber das musst du das andere nicht auch noch ansäbeln? Das ist doch, muss doch dann so Luft, diese Luftgeschichte. In Anwesenheit von großen Klingen fühle ich mich immer irgendwie unwohl, muss ich sagen. Ja, das glaube ich dir. Ja. Ich nicht. Ihr seid doch eklig. Wieso denn ihr? Guck mal, wäre das geil auf einer Party? Du denkst, du schenkst Jägermeister aus, aber in Wahrheit ist es ein Schlückchen Würze. Und was soll ich sagen? Das Ex kann ich besser Hop, trinken. Ex und Hop? Nein. Mir schmeckt's, was soll ich sagen, mir schmeckt's, es ist peinlich, aber ich kann es. Es verfeinert manchmal ganz am Ende, wenn du denkst, da hast du aber ein bisschen Lahmgewürz. Der Kräuterlikör des kleinen Mannes. Und wenn du die Würze sehr lange stehen lässt, wir sagen 8000 Jahre, dann kippt die und dann hast du auch ein bisschen Umdrehung drin. So ist es. Mm. Könnten wir heute auch noch ausprobieren, aber das tun wir nicht. Ich bin auch noch ein bisschen wild frisiert, macht nichts. Alex Wey kommt heute und macht Pommes. Der große Pommes-Test. Das wird eine epochale Sendung, weil wir jedwede Form der Kartoffelfrittierverarbeitung heute testen werden. Als Löffel geringelt, mit Wellen, mit. Ich schlag mich tot. Wedges, Curly Fries, so was. Süßkartoffelpommes. Und die jeweilige passende Soße, dass ihr nächstes Grillabenteuer mit Fritten das Beste der Welt wird. Und vor allem, wie machst du zu Hause die Fritten? Erklärt von einem Profi, dass sie so schmecken wie an der Pommesbude. Mehr geht an einem Freitag nicht. Ich hatte übrigens
In dieser Woche war ja noch Fashion Week in Berlin. Da sind alle total rausgeputzt und alle sind so, oh mein Gott, ich bin so glamourös. Und als diese Fashion Show war, habe ich einen Magenknurren gehabt. Es war so schlimm. Und dann sind wir danach, da waren die ganzen Shuttle und Taxi. Und ich so, komm, mit meiner Freundin. Wir sind schön zur Pommesbude, haben uns, ich hatte so ein Teil an, was nicht zum Sitzen geeignet war, haben wir uns ein paar Pommes mit Currywurst-Pommes geholt. Es war das Schönste der ganzen Fashion Week. Curry-Schranke, sensationell. Ja. Siehst du? So feiert man hier die großen Events. Nicht, dass Sie denken, Sie hätten irgendwas Exklusives. Hier sind Highlights aus dem Internet und danach kommen diese Elevator Boys. Ah, ja. Wieder auf dem aktuellen Stand, was das Internet angeht. So ist es. Und die findet man auch im Internet, muss man sagen. Sie sind jung, politisch mehr oder weniger interessiert und vor allem, sagen wir mal, an der Optik. Nee, in diesem Fall ist es noch ein anderes Thema. Ach so, jetzt ich war jetzt erst bei den Elevator Boys. Genau, die kommen erst danach, also danach. Bitte, mach du das folgende Thema, ich bin noch nicht drin. Junge Menschen, die vor allem eins wollen, Veränderung, die Generation Change. Das verträgt sich aber nicht immer mit den Interessen der Älteren in unserem Land. Galileo Plus geht der Frage interaktiv auf den Grund. Wo ist die Kluft zwischen den Generationen am allergrößten und wo liegen Jung und Alt sogar ziemlich nah dran?